Sind wir jetzt alle Kamala oder was? Das könnte man ja fast meinen, die Nachrichten überschlagen sich. Kamala Harris wird Präsidentschaftskandidatin. Naja, die Frage ist, ob die Demokraten sie überhaupt benennen. Aber jedenfalls können wir davon ausgehen, dass nach dem Ausscheiden von Joe Biden letztendlich Kamala Harris die Gegenkandidatin von Donald Trump wird. Komisch war es schon mit Joe Biden. Er hatte ja extra noch auf X getweetet, er bleibt im Rennen. Und dann ein paar Stunden später kommt dieses Schreiben mit seinem angeblichen Rückzug. Jedenfalls ist das die Nachrichtenlage, dass wir uns jetzt auf ein Rennen einstellen müssen. Donald Trump gegen Kamala Harris. Die Amerikaner haben die Wahl, aber was bedeutet das für uns? Es wird ja oft Trump nachgesagt, dass er so wahnsinnig schlecht für Europa wäre, für Deutschland die absolute Katastrophe. Das Gegenteil dessen ist natürlich wahr. Die Frage ist, ob man kurzfristig oder langfristig betrachtet. Wenn es nach den Interessen der EU-Kommission geht und denen der SPD und anderen Deutschland, naja, Herunterwirtschaftern wie Olaf Scholz und Ursula von der Leyen, dann ist natürlich Kamala Harris die bessere Wahl. Denn Kamala Harris ist eine der Hauptprotagonistinnen dieser ganzen Gender-Woke-Bewegung. Letztendlich ist es das Einzige, was diese Frau überhaupt drauf hat, zu sagen, dass Frauen ihre Frauenrechte nutzen sollten. Gemeint ist damit das absolut bedingungslose Töten der Embryonen, wenn man ein Kind halt einfach nicht will. Also morden, was einem nicht passt. Das ist das Programm von Kamala Harris. Und wenn wir wissen, dass Emmanuel Macron genau das gleiche Programm verfolgt, dann wundert es nicht, wenn entsprechend die linken Kräfte in Europa Kamala Harris so toll finden. Es geht um den Generalangriff auf die Gesellschaft, den diese Frau macht, den auch eine Ursula von der Leyen macht, den ein Emmanuel Macron macht, den die Grünen hier in Deutschland vollbringen. Kamala Harris ist eine grüne Kandidatin. Demgegenüber Donald Trump, der sicherlich persönlich, charakterlich manchmal einigen schwerfällt, der auch sehr offen sagt, wir ziehen uns aus der Ukraine zurück, das ist nicht unser Krieg. Und Europa soll selber gucken, wie es sich verteidigen kann. Das ist natürlich erstmal eine schlechte Nachricht für einen Herrn Zelensky. Allerdings muss man auf der anderen Seite auch feststellen, es ist eigentlich schon längst an der Zeit, dass sich die europäischen Nationen entsprechend mal ein bisschen aufrüsten und selber gucken, wie sie weiterkommen, nicht immer nur nach Washington D.C. schielen. Überhaupt ist dieser gesamte Ukraine-Krieg einer, der völlig verfahren ist und seit vielen Monaten mittlerweile nur noch Sterben ohne Fortschritt bedeutet. Und da muss man schon die Frage stellen, ob es nicht wirklich sinnvoller wäre, nun endlich mal diplomatische Verhandlungen anzustellen. Genau das, was Viktor Orban versucht hat und genau das, wofür Ursula von der Leyen richtig rigide auf ihn losgegangen ist. Wer Frieden will, der wird angegriffen. Wer Frieden will, der wird sogar angeschossen. Das haben wir an Donald Trump gesehen. Und insofern müssen wir gerade als Europäer, die langfristig denken, doch, glaube ich, unsere Hoffnungen in Donald Trump setzen. Wir haben nichts von einer Gesellschaft, die in irgendeiner Weise darauf basiert, Kinder zu töten und ansonsten nur jeglichen möglichen Mist nachplappert, der einem irgendwo aus linker Propagandaröhre eingeflößt wird. Kamala Harris ist eine absolute Quotenkandidatin. Das bedeutet, Quote ersetzt dann Leistung auch bei uns. Und ich glaube, das ist langfristig einer guten Volkswirtschaft absolut nicht zuträglich. Langfristig zuträglich wird aber Frieden auf dem europäischen Kontinent sein, der so früh wie möglich, denn mit jedem Jahr Krieg verlieren auch wir sehr, sehr viele Ressourcen. Das wird immer nicht gesagt, aber die vielen Milliarden, die in der Ukraine ausgegeben werden, die großen Rüstungsprojekte, die Männer, die dort sterben und so weiter, das sind alles große volkswirtschaftliche Belastungen, auch für uns. Und genau deswegen muss der einzige Weg eine Beendigung des Krieges sein. Und der einzige der beiden Kandidaten, der das offen forciert, der das offen ausspricht, ist in der Tat Donald Trump. Es wird also spannend werden, wen sich die US-Amerikaner so zum Präsidenten suchen. Das Rennen hat sich geändert. Es ist nun anders orientiert. Aber ob ausgerechnet die blasse Vizepräsidentin von jetzt dann die neue Präsidentin wird oder ob nicht der durchaus leistungsfähige Ex-Präsident von damals der neue Präsident wird. Wir werden es von unserer Warte aus beobachten und dann reagieren müssen. Jedenfalls hoffen wir auf einen konservativen Wandel in der gesamten Welt.